Herzlich willkommen zu Warframe. Diesmal Folge 1. Letztes Mal haben wir angezockt nach Patch Nummer 11. Einfach immer noch nach dem letzten Stand. Ja, Also ich nach. weiß, wüsste nicht, dass jetzt einer gekommen ist. Steht da nichts dran. Ja, auf jeden Fall, es war der große Patch 11, Valkyr oder sowas hieß der, mit viel Content und auch viel Verbesserung für die PlayStation 4. Ne? Hübscher. Hübscher. Ne? Seitdem ist jetzt nichts mehr viel passiert. Nee. Aber ist ja eigentlich auch nicht so schlimm. Es hat öfters mal einen Bug. Wie? Bug? Ein Boss geht einfach nicht tot. Bug. Ist gut, oder? Ja, macht Freude. Sowieso, wenn du deine Wiederbelebungsdinger kaufen musst. Ja, stimmt ja. Und dann erst nach dem dritten Mal wiederbeleben mitkriegst, dass es nicht geht. Ist natürlich cool, oder? Ja. Ich habe es zwar nicht gekauft, aber ich habe es halt durch tägliches Einloggen gekriegt. Okay. Also es lädt auf jeden Fall schon mal ziemlich lang. Man sieht aber nicht den Ladebalken. Also wir laden momentan ein Spiel, aber es lädt halt eben. Und es braucht lang. Schon diese Woche mitbekommen, Warframe soll für die Xbox One kommen. Aber bestimmt auch kein Crossplay. Weiß nicht. Da hat man jetzt Warframe für den PC, für die PlayStation 4 und bald für die Xbox One und immer alle in einem separaten Netzwerk. Das ist doch bescheuert ohne Ende, oder? Bisschen. Das macht doch keinen Sinn. Da könnte man doch. Da wird es so viele Leute geben, die das spielen und man müsste nicht jetzt hier allein das Level machen, weil keine Sau unterwegs ist. Verstehe ich nicht, warum man sowas nicht macht. Ist mir echt Mittags schleierhaft. geht's eigentlich immer. Mittags geht's eigentlich immer. Ja, schon, aber war so tust ja immer die Spieler irgendwie in Lager drin. Anstatt dass du dann, weiß nicht. Gemeinschaft. Richtig. Und dann wird's auch immer jemand finden zum Zocken. Weil es einfach dreimal so viele Spieler sind. Ganz grob ist gesagt. Deswegen, also ich würde mich echt drüber freuen, wenn die Crossplay einführen würden, sodass man PC mit PS4 und Xbox oder wie auch immer das spielen können. Ich dahin. Ist ja das? Hat er sich gerade versteckt? Nein, der hat einen Alarm ausgelöst, der Sack. Also. Du wurdest entdeckt. Nein! Dieser kleine Sack. Ich habe jetzt hart erkämpft 70.000 und habe mir jetzt eine Pumpgun geholt. Du bist bald tot. Was Das machst du? Problem an der Pumpgun, die ladet zu lang. Okay. Schon gedacht, du Das wirst Problem sterben. ist, wenn man was hat, dauert es ewig, bis es aufgelevelt ist. Ja, gut. Aber es zieht ziemlich viel ab, ne? Ja. Das ist alles sehr mühselig, aufzuleveln. Ja, die wollen ja eigentlich im Prinzip, dass du hier die Ingame-Währung kaufst. Kaufe, sonst stirbst du. Also wir haben vorhin mal kurz geguckt. Es gibt ja diese Wächter, ne, diese Begleitdrohnen. Und man zahlt da 75 von der Ingame-Währung. Ne? Ist ja jetzt. Ne? Weiß nicht, ob das jetzt viel oder wenig ist. Keine Ahnung. Aber wenn man so einen Wächterdrohnen mit den eigenen Credits kaufen möchte, die man so bekommt durchs Spiel, Ja, das ist viel cooler, weil dann brauchst du 100.000 bin ich Stück. nicht dauernd auf andere angewiesen. Ja, aber dann brauchst du trotzdem 100.000 von den Ingame-Credits. Nicht von der Echtgeldwährung, was auch immer die da drin haben. Ganz anders, sobald du tot bist. Ja, weil die Kacker, umso weiter man kommt, schmeißen sie auch Granaten. Ah. Wow. Das sieht cool aus, oder? Ja, da ging gerade das War Fass nicht hoch. wahr. Okay. Dein Leben regeneriert sich nicht, ne? So langsam. Dann schild es gleich weg. Du bist gleich tot. Du bist tot. Ist auch Käse. Wiederbeleben. Ist halt ausprobieren, wenn man kein Geld dafür ausgibt. Sehr schnell tot. Ja. So, wir jetzt gleich schon wieder. Geh zurück, schnell. Die klebt an meinem Arsch. Geh die nicht weg.
Doch, wenn es explodiert. Super. Deswegen sage ich, umso später das Spiel wird, umso richtig mies. Das ist ja echt ätzend. Na, schon wieder. Ich klebe dir mein Bein. Nein! Na, das ist echt. Das ist der Lutscher. Da ist der Lutscher. Was war das? Na, verbrat mal halt für den Ding alles. Ist alles Norwegen alleine, kannst es. Ah, die läuft mir. Fliegt mir hinterher, kann das sein? Ja. Deswegen, ne? Also, deswegen habe ich gerade auch so ein bisschen das Crossplay ein bisschen moniert. Bei dem Level gab es jetzt keiner, der das spielen wollte. Wir können jetzt aber nicht was anderes spielen, wir müssen das erst jeden Planet einzeln holen. Dementsprechend müssen wir spielen, was da ist und alleine ist schwer. Und alleine ist echt sackschwer. Und macht dann auch nicht so viel Spaß. Und Eroberung oder Alarm gab es gerade nicht, also solche gemeinsamen Events. Deswegen bleibt einem da dann gar nichts anderes übrig. Also man möchte vielleicht PvP oder sowas machen, aber. Da komme ich nirgends rein. Ja. Schon das nächste, ne? Deswegen, also. Da hab ich schon gar keinen Bock dann noch zu spielen, weil du spielst ja dann wieder allein, brauchst ja kein Multiplayer-Spiel. Ja, ist so. Also da müssen sie echt was machen, weil sonst glaube ich nicht, dass Warframe so lange überlebt. Außer dann die hartgesottenen, klar, die dann schon ewig drin sind und hochgelevelt sind und alle spielen können. Ja. Die mega futzig. Ja, richtig. Also klar, die bleiben dann drin, aber so für neue Einsteiger, weiß nicht, da hat er gar keinen Anreiz. Ha, alles zu. So. Also, muss ich die abknallen, ne? Scheint so. Ah, oh, diese verkackte. Roll dich mal. Guck, wenn du rollst, ist weg. Schön, Zeug. Weiß nicht, ob Pump ganz so gut war. Das Problem ist halt, die levelt halt auf. Das gleiche wie mit der hier. Die ist zwar ziemlich stark, aber hat einen bescheuerten. Wie heißt es? Also, ich das will. Verzieht. Hm, okay. Und wenn man so Überlebensmodus macht, kriegt man Schlüssel. Dann habe ich vorher mal eingelöst oder heute Mittag. Mhm. Die Welt sah richtig geil aus. Es war wie wenn du bei Thor, bei Zeus, weil ich oben bist. Okay. Bei God of War. Mhm. Ja, nur sind da auch die Gegner so beschissen. Musst du nicht zu dem Ausrufezeichen rennen? Doch, aber da drin ist ja alles zu. Achso. Jo. Okay. Da muss irgendwie außen rum, ha? Huh? Wo? Und wie? Weiß nicht. Da habe ich überfragt. Ich schau manchmal, geht's auf 50 Rochones. Ja, den Weg zu gucken, ne? Ja. Was leuchtet da grün da links dran? Was ist das? Auf dem Radar? Oben. Ah, wahrscheinlich muss er die Tür aktivieren. Nee. Die kacken Mini-Puzzle. Ist so gut gemacht. So, jetzt kommst du rein. Yippie. Siehst du, ist doch einfach. Das wollte es angeben, ha? Ja. Endlich habe ich den Knopf gefunden, wo ich es hinkrieg. Aber wenn du es nur so druckst, duckt er sich. Ja. Tja, Sturmtrupp nähert sich. Viel Spaß. Du nicht haben wirst. Vorsicht. Ja. Das ist ein Arschloch.
Dachte, da hätte sich einer reingebeamt. Tja. Schwerer Greeneer im Anmarsch. Viel Spaß. Okay. Steht hier einen grünen Anzug, oder? Keine Ahnung, da ist zu viel. Da ist echt viel. Irgendwas ist. Vorsicht, dein Schild bei 128. Irgendwas ist da ziemlich groß. Ich würde langsam da. Ich würde. Ja. So langsam und von hier aus schießen. Idiot. Da ist einer. Ah, okay. Da oben ist auch einer. Treppe. Ich hab ihn gesehen. Du rennst einfach durch. Meinst du, das ist schlau? Weiß ich nicht. Weil die rennen dir doch eh alle hinterher. Ich weiß. Okay. Aber besser, wie wenn ich mich da stelle und tausendmal verreck. Dann los! Toll, weißt du, wo du wieder bist? No. Weit weg. Von zu Hause. Okay, ist ein anderer Raum. Schon gedacht, du bist wieder im gleichen Raum. Was ist alles verwinkelt, ist, ey. Das ist ja furchtbar. Und groß. Ich weiß nicht. These targets are a very high flight risk. Was soll die? Keine Ahnung. Ich krieg einen Bonbon. Soll ich ihn nicht finden lassen oder sowas? Das sieht aus, wie wenn ich es kaputt machen muss, oder? Nee, du musst da entlang. Da. Da muss ich? Den da. Kaputt machen. Ui, der ist ja I. Ja. Das ist der VIP. Very important person. Very Arschloch person. Ich nehm halt Pumpgun. Vorsicht, lass dich dicken, dann Schild. Selbst jetzt mal da hinten, ist ein Schild aufgeladen. Da kommen aber noch mehr, Mann. Ist ja egal. Hey, du? Ja, nimm deine Pumpgun. Da, links. Das hin. Da, du musst ja was deaktivieren. Hier, schnell. Super. Verleck mich. Ist doch kacke. Ne, du musst immer noch ein VIP kaputt machen. Ist ja noch nicht kaputt. Nein. Ist ja nicht kaputt. Weil er nicht kaputt ist. Da war, glaub, weiß nicht, ein Drittel Felder noch. Aber das sind viel zu viele. Ich will nicht einfach durchrennen. 100, 26 Schild, 20 Schild, 0. 33 Leben. Ist immer cool, da steht Gesundheit voll, aber da ist nichts. Ja, vielleicht kannst du irgendwie Gesundheit einsetzen, hast du mal ausprobiert? Ich weiß nicht wo. Ja, müssen wir mal gucken. Weil irgendwie muss es ja Gesundheit, weil es kann nicht sein, dass es immer 30 ist und nicht auflädt. Vielleicht mit Pfeiltaschen oder sowas. Geronimo. Das war schlau. 66 Schild, ein Schild, zwei, du bist tot. Alles, was du drückst, ist nicht für. Siehst du, ist leer. Okay. Und ausrüsten kannst du nichts, ne? Nein. Okay.
are high-value targets. Their capture is crucial. Wo gehst du hin? Weiß ich nicht. Du musst ihn immer noch killen. Ich weiß. Was ist hier drin? Gleich. Und tot. Dann. Das ist echt schlimm da. Das ist. Geh in Deckung. Was? Pumpgun, schießt mit der verdammten Pumpgun. Ah, oh, da ist er nochmal. Den haben wir gar nicht gesehen. Money. Money. Das Dumme ist, alles was man einsammelt, ist weg, wenn man verreckt. Deswegen nicht sterben. Was nervt, dass nicht immer so ein. Manchmal gibt's schon schöner. Das Innere nach außen gekehrt, aber ich bloß manchmal. Okay. Vorsichtig. Mach nicht immer so viel Nahkampf. Gehst du voll schnell drauf. Pumpgun? Kurz? Ja, aber du willst immer mit deinem Schwert hacken und nicht Pumpgun benutzen. Da, das ist er. So ist langsam. Jawohl. Geht doch. Gefangennahme. Ich sah ja so aus, wie ich ihn so stückelt habe. So, nu. Wegpunkt. Also ich muss das wieder ganz zurück zu deinem Raumschiff. Oh ja, ja, ich glaube den Wegpunkt hast du gerade gesetzt, oder? Ich will aber nicht wieder zurück. Oh doch, du musst. Weißt du, was jetzt los ist? Was? Hä? Wieso, die meisten sind doch jetzt gekommen. Hast du alle kaputt gemacht? Hier ist ganz nicht weiter. Was war das? Keine Ahnung, ich habe irgendwas in die Mitte gedrückt und dann hat er das gemacht. Willst du mich verarschen? Hör auf damit! Mach nochmal. Schön zu wissen. Na also. Wischen. Wischen. Ach, mit Touchscreen macht man das. Aha. Das ist ja cool, aber es geht wahrscheinlich nicht mehr, sonst deine Kraft ausgebraucht. Das ist ja verrückt. Siehst du, musst du wieder ganz zurück. Be aware, Tenno. These targets are a very high flight risk. Du sollst nicht. Renn! Was für ein. Und du bist gleich wieder tot. Oh Gott, du hast nur 92 Leben. Das geht mir so auf die Nüsse. Du musst irgendwo in Deckung gehen. Schnell, warte, warte erstmal. Komm, du musst das Protokoll wieder überschreiben. Warum? Weiß ich nicht. Vielleicht kommst du deswegen dann nicht weiter. Ja, das ist rot. Du musst das auf dem Radar, das grüne Dings da. Ja, ich weiß, was da draußen ist. Zum Glück niemand. Kannst du nicht um die Ecke gucken? Weil sie kommen, oh mein Gott! Ich kann nicht hingucken. Ich kann nicht hingucken. Komm, du hast schon 22, so schlimm ist es auch nicht. Du gehst nicht gleich kaputt, aber lad vorher nach. Na, da ist noch einer. Du mich bitte. Okay, schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Oh. Ich hasse das. Dass er nicht immer gleich das. Links.
Gott, bitte lass es vorbei sein. Wahrscheinlich muss ich unten. Ja, hilf. Oh, ich hab schon gedacht, du hüpfst jetzt voll raus. Ja, ich glaube, das ist Ziel, oder? Oh nein, da ist nochmal so ein, wo du töten musst, nochmal so ein verdammter VIP. Yippie. Zum Glück lockt sich auch keiner ein. Ist ja nicht so, dass ich alles alleine machen muss oder so. Ja doch, du darfst alles alleine machen. Toll, oder? Da, guck, wie er abhaut. Weiß ich. Da ist er noch. Okay, bringt nix. Was war das? Du hast ihn geblendet. Vorsicht, 71 Schild. Also wie bei Killzone-mäßig. Was? Links, rechts, vor. Achso. Du hast nicht genug Magie oder was auch immer. Fähigkeit nicht freigeschaltet. Leck mich! Leck mich! Hast du gesehen, wie viele sind? Du bist tot. Leck mich! Oh Mann, ey. Seit 22 Minuten bist du da schon dran. Zeig doch alleine, ist das scheiße. Sowieso, wenn man schwach ist. Da ist er gewesen, glaube ich, oder? Nee, doch. Nee, das will nur, dass ich da rausgehe. Ja. Nachladen deine Muni von Pumpgun ist fast leer. Meinst du, kriegst du es noch hin? Ich denke nicht. Ich denke, ich fahre weg vorher. Ich habe nicht so viel Wiederbelebung. Ach komm, jetzt mach's einfach. Was, wenn ich drauf gehe, ich drauf. Ja, bringt dir sowieso nichts. Du kannst bestimmt spielen, aber dann spiele ich jetzt vielleicht eine Dreiviertelstunde wahrscheinlich drin rum. An einem Level? Von wie viel? Weiß nicht, 10.000. Mich nervt halt, dass ich alles verliere. Ja, das glaube ich. Das ist der Nachteil bei. Genau. Noch einmal. Da rechts ist er. Oh Gott, der bewegt sich nicht. Wie geil ist das denn? Bleib so. Irgendwie bewegt sich nichts mehr, oder? Ist egal. Haut drauf. Okay, schnell. Auf jeden Fall sieht es cool aus, wenn sie gefangen nehmen. Ja, geh zum Extraktionspunkt, jawohl. Renn! Scheiße, die Tür ist zu. Verdammt, nein, 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 renn weg! Oh mein Gott, du musst sie alle töten. Vorsichtig. Da. Einer ist tot, jawohl. Bleiben nur noch 10 andere. Nee, ich muss raus. Ja, aber du kommst ja nicht durch, weil es zugesperrt ist. Merde. Jawohl. Der ist tot. Ich weiß nicht, warum der sich gerade so bescheuert schnell bewegt. Oh Gott, du bist fast tot. Pass bloß auf, ey. Ziemlich oft, oh Gott. Was, wie spannend das gerade ist? Ja, genau. Napalm, was ich ausweichen.
habe ich geschafft. Ich glaube, du bist tot. Das ist dann, wo man dann bei Warfare denkt, leck mich, ich mach es nicht mehr. Ja, das ist frustrierend. Das ist eben das Problem, wie gesagt, wenn du keinen hast zum Spielen. Das Problem ist, du kannst ruhig genug sein. Nur wenn die genauso scheiße sind wie du. Das ist für ein Arsch. Ja, aber gut. Dann bist du bloß die ganze Zeit am Wiederbeleben vom anderen und dann schießt der auch noch ins Kreuz und dann... Oh, ach. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du da durchkommst, ist halt schon wesentlich größer, wenn du da allein durch die Hardy. Wenn man Glück hat, ist meistens einer dabei, wo du für Kohle ausgegeben hast. Das sehe ich dann auch, weil der hat so keinen Kacker dabei und sieht auch dementsprechend aus. Tja. Hat Spaß gemacht? Nein. Doch, ich fand's schon. Also, es war auf jeden Fall spannend. Was ja. Habe ich davon? Gar nichts. Ja, vielleicht erwischen wir ja mal einen Zeitpunkt, wo gerade ein Event stattfindet, dann sieht man ein bisschen mehr. Ja. Aber wir kämpfen schön weiter. Es hätte auch können reichen, dass ich jetzt oben voll wäre. Ich will nicht mal auf 2%. Tja. Naja. Also, cheerio. Und tschüss.